Willkommen zu unserem Action-Video aus Appleheim. Wir zeigen euch im Laden neue Sachen. Es gibt ja diese Woche wieder neue Aktionsprodukte und danach zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Im Moment gibt es hier richtig schöne Bilderrahmen in verschiedenen Größen. Das ist auch Aktionsprodukt diese Woche. Diese Kissen hier sind sehr schön. Pauline fand die auch gerade so schön. Schöner, weicher, glänzender Stoff. Für 3,99 €. Hier gibt es auch noch andere Bilderrahmen mit so einem Fell. Voll schön in verschiedenen Farben. Einmal so grau und weiß. Kostet Facettenschliff. Das ist das, oder? Fotorahmen mit Pelz. 98 €. Wow, cool. Diese Woche sind auch diese Stifte runtergesetzt. Haben wir einmal Filzstifte und einmal Buntstifte. Und Preis haben wir hier recht günstig, würde ich sagen. Pauline sagt auch, die Qualität von denen ist sehr gut. Nicht nur sehr gut, sondern perfekt. Falls ihr einen Bluetooth-Lautsprecher gebrauchen könnt, diese Woche für 16 €. Ist auch von Blaupunkt, also wirklich ein Markenprodukt. Dieses Produkt diese Woche finde ich total interessant, Make-up Light. Und das kostet nur 2,84 €. Also ich denke, davon nehme ich was mit und teste mal, wie das funktioniert beim Filmen. Dieses Produkt hier finde ich sehr süß. So eine Palette. Ich finde die Verpackung so schön. Hier gibt es auch noch so eine schöne Palette für 4 €. Die kann man jetzt nicht öffnen. Das hier ist enthalten. Neu diese Woche gibt es auch diese Schlafanzüge für 6 €. Finde ich auch den Stoff sehr schön. Für Kinder gibt es auch Schlafanzüge diese Woche. Könnt ihr hier sehen. Und für 4,50 € quasi. Also den Preis finde ich wirklich super gut. Und der Stoff fühlt sich halt einfach gut an. Diese Woche gibt es auch einige Schulrucksäcke. Da seht ihr einen Rucksack 4,69 €. Den Preis finde ich auch gut. Hier ein Schulrucksack. Oh, für 2,99 €. Das ist ja unschlagbar eigentlich. Da passt aber wahrscheinlich mehr rein als hier. Muss man natürlich überlegen, ob das ausreicht für die Schule. Was ich diese Woche auch total schön finde, Badetücher für 3,98 €. Der Preis ist ziemlich gut. Es gibt auch normale Handtücher für 2,28 €. Ja, da muss ich mal genauer reinschauen. Also ich finde, die fühlen sich auf jeden Fall schon richtig gut an. Qualität, finde ich, ist ziemlich gut. Ist auch nicht so dünn, also richtig so hotelmäßig. Es gibt auch Gesichtstücher. Finde ich auch schön. Also ich finde, die Qualität ist ziemlich gut von denen. Gästetücher gibt es auch. Waschlappen gibt es auch. Diese Woche gibt es auch günstig schöne Fleecejacken. Wobei ich sagen muss, die Hose gefällt mir sogar noch besser. Preis 4,49 €. Diese Sets sind diese Woche in der Bastelabteilung neu. Bestickte Tiere. Das finde ich ganz süß. So eine kleine Aktivität für Kinder, würde ich sagen. Das ist inklusive. Und kostet 1,19 €. Ich könnte mich auch täuschen, aber ich glaube es nicht. Die haben hier neue Aquabrushes. Und die Spitzen sehen auch ein bisschen anders aus. Ich nehme mal so ein Set mit. Fällt mir eigentlich ganz gut. Der Deckel ist auch anders als die alte Variante. Die Aquabrushes kosten übrigens 94 €. Diese Woche sind auch diese Girlanden-Sets neu, meine ich. Also ich habe die noch nicht gesehen. Es gibt wohl 3 verschiedene. Für 89 €. Finde ich auf jeden Fall schön. Also wenn ich mir eins aussuchen würde, wäre das hier wohl meine Wahl. Ich finde, das ist so ein bisschen schlichter, aber sieht sehr modern aus. Ich meine, es gibt auch neue Bändchen-Sets. Die sind ganz hübsch. Teilweise sind 3 Bändchen enthalten. Hier haben wir immer die gleichen Bändchen. Hier haben wir auch mal 4. Dieses Set finde ich eigentlich ganz schön. Ich meine, dass diese Sets ja auch neu sind. Die habe ich noch nie gesehen. Die kosten 95 €. Nachdem ich endlich kapiert habe, für was diese Paint-Marker richtig gut sind, habe ich mir gedacht, ich hole mir auch noch die Pastelltöne. Es gibt nämlich diese Pastelltöne und es gibt die normalen Farbtöne.
Dieses Set habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich glaube, dieses Paper-Set ist neu. Fancy Paper. Diese Farben sind enthalten. Die Kombination finde ich eigentlich ganz schön von diesen Farben. Und die Strukturen und so weiter sind unterschiedlich. Also da habt ihr zum Beispiel Colored Paper, Embossed Paper, Matt Uncoated, Metallic Coated und es ist 1 Kilo. Was meiner Meinung nach auch neu ist, sind diese ganzen Smart Lights zum Beispiel. Hier haben wir auch so Smart Sensoren, Smart Alarm, Smart Remote. Sehr interessant finde ich eigentlich hier diese Steckdosen. Kann man aus der Ferne mit dem Handy zum Beispiel etwas einschalten. Diese Smart LED finde ich auch ziemlich interessant. Hier gibt es auch noch so Smart Birnen. Und hier gibt es so extra große Teile. 10 Euro. Vor kurzem habe ich euch ja diese Lichterketten schon gezeigt. Die fand ich schon schön für 1,45. Jetzt gibt es die auch in dicker. Richtig dicke Bänder. Finde ich auch sehr schön. Kann man sicherlich tolle Effekte erzielen, wenn man einfach schon die Idee hier auf der Verpackung sieht. Ja, und die kosten aber mehr, 2,89. Aber finde ich auch nochmal schön. Das hier finde ich ganz süß, das ist ein beleuchteter Spiegel. Scheint aber relativ klein zu sein. Ich denke mal so für Jugendliche oder Kinder ist es ein ganz schönes Geschenk. Diese Sets hier finde ich schön. Hat man hier so eine Blume, so als Geschenkdekoration. Ein hübsches Band. Das gibt es in allen möglichen Farben. Weiß, blau. Diese Gift Tags kenne ich noch gar nicht. Ob die neu sind, auf jeden Fall auch sehr hübsch. Ihr wisst ja sicherlich, dass Toy Story 4 schon raus ist. Und davon gibt es jetzt hier auch ein Produkt. Kann man mit Knete und dieser Gabel eine Figur basteln. Je nachdem, was man gerne gestalten möchte. Diese Sachen sind inklusive, kostet 2,49. Also wenn ihr im Umfeld jemanden habt, der gerne Toy Story anschaut, ist das vielleicht ein kleines, schönes Geschenk zwischendurch. Diese Stifte habe ich hier noch nie gesehen. Die scheinen auch neu zu sein. Und schaut mal, also die haben zwei verschiedene Spitzen. Hier diese abgerundete und hier so ein bisschen Brush Pen mäßig. Ich möchte die mal mitnehmen, um die zu testen. Also falls ihr euch für diese Stifte interessiert, 99 Cent kosten die. Es gibt auch neue Scratch Pads in Glitter. Der hier so richtig schöne Glitzerblätter. Sieht richtig gut aus. Und das hier ist Rainbow. Ich denke mal, Rainbow kennt man auch eher. Aber diese Glitter-Variante finde ich super. Es gibt sogar eine Holo-Variante, was ja im Moment sehr trendy ist. Wir sind wieder zu Hause und zeigen euch ganz kurz, was in die Küche gehört und dann noch mehr. Das hier habe ich mir ausgesucht, das hat Pauline sich ausgesucht und das hier ist für unseren Kater. Ich mag diese kleinen Packungen ganz gerne. Pauline zeigt euch jetzt, was sie sich selbst gekauft hat. Also ich habe mir einmal diese Wolle gekauft. Ja, da fand ich die Farbkombination total schön. Sehr schön, ja. Und die hier waren ja im Angebot und ich finde die immer so gut. Und die malen immer total schön und sind auch schön leicht. Ich habe mir noch so ein Riesenpack Filzstifte gekauft. Wie viele sind da drin? 30 Stück, ja. Und die haben gekostet? 1 Euro. 1 Euro, ja. Die kriegt ja man ja meistens für so 4-5 Euro und da fand ich das gut. Ja, aber die Frage ist ja, haben die gute Qualität? Können wir ja noch einmal testen. Und als letztes habe ich mir noch das hier gekauft. Das hier ist für die Wand, 3 verschiedene Buchstaben. Hier heißt es Wow, das gibt es noch in OMG, LOL und BFF. Ich fand halt das hier schön. Das kann man dann selbst anmalen und so als verschiedene Buchstaben an die Wand hängen. Für Pauline habe ich außerdem noch einen Kinderschlafanzug gekauft. Den fand ich auch einfach sehr hübsch. Pauline wollte den unbedingt haben. Hier unten seht ihr auch, da ist noch so eine kleine Schleife. Ich finde das total süß. Und der Stoff fühlt sich schön an. Also ich denke, der ist ganz gut für den Übergang vom Sommer in den Herbst und später im Winter. Naja, ist jetzt kein Winterschlafanzug, aber für den Herbst noch sehr gut geeignet. Dann habe ich 3-mal Handtücher ausgewählt in Grau. In Weiß hatten sie leider keine Handtücher mehr, nur noch Badetücher, aber wir mögen lieber Handtücher. So riesige Badetücher brauchen wir eigentlich nicht.
Ja, und unsere waren nicht mehr so optimal. Die kommen jetzt weg und dann haben wir jetzt schöne neue Handtücher. Wie schon gesagt, habe ich diese Paint Markers mitgenommen. In der anderen Variante habe ich die schon. Ich habe jetzt mal ein paar Videos zu Acryl Paint Markers angeschaut und man kann da doch einiges damit machen. Insbesondere auf schwarzem Papier schreiben oder auch Schilder beschriften. Zum Basteln habe ich diese beiden Sets mit Blumen mitgenommen. Die fand ich so hübsch. Die sind an so einem Draht befestigt. Man kann die zum Beispiel in irgendeine Karte reinstecken oder als Deko für irgendwelche anderen Sachen. Interessant an diesem Set fand ich einfach diese Glasblumen quasi. Sieht einfach total hübsch aus. Ist mal was anderes als immer nur diese Papier- oder Stoffblumen. Batterien haben wir mitgenommen, die haben wir mal wieder gebraucht. Diese Stifte habe ich euch ja schon gezeigt im Laden. Das sind eigentlich Kinderstifte. Aber weil hier diese Spitzen, diese Brush Pens quasi dabei sind, wollte ich das mal testen und werde euch das auch mal demonstrieren. Mal sehen, ob das vielleicht auch Stifte für Erwachsene sein können oder ob es wirklich eben nur Kinderstifte sind. Dieses neue Aqua Brush Set habe ich mitgenommen. Ich packe die jetzt mal aus und zeige euch mal die Spitzen, wie die aussehen. Auf jeden Fall sind die Deckel ganz anders. Zum Vergleich zeige ich euch mal einen alten Brush Pen von Action. So sah das alte Design aus. Ihr seht, der Deckel ist schon ganz anders. Ja, das ist natürlich interessant. Solche Brush Pens habe ich noch nie gesehen. Das sind nämlich so richtig schön breite. Also ihr seht hier, so sehen die dünn aus. Man könnte meinen, es sind welche in der alten Variante, aber tatsächlich sind es so breite Teile. Also wer es gebrauchen kann zum Malen, das finde ich eigentlich auch super gut. Da kann man auch mal großflächiger was anmalen. Aber die alten Pens finde ich auch super gut. Das ist auf jeden Fall mal ein Tipp für die, die breitere Pinsel gebrauchen können. Zu guter Letzt habe ich diese Make-up Lights mitgenommen. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität von diesen Lichtern ist. Weil die so günstig sind, habe ich gleich mal zwei eingepackt. Ausgepackt sehen die Lampen so aus und man braucht 4 AA-Batterien. Angebracht werden die Lampen zum Beispiel am Spiegel mit Saugnäpfen an beiden Seiten. Dieses Licht kann man übrigens auch mit einer Schraube anbringen. Also man entfernt einfach diesen Saugnapf und hat dann hier Löcher für Schrauben. So, ich habe jetzt mal Batterien reingemacht und wir schalten es jetzt mal ein. Also das Licht ist sehr hell. Das Schöne ist, es flackert jetzt nicht in der Kamera. Aber super hell. Wenn wir es mal so machen, erkennt man es vielleicht ein bisschen besser. Ich habe jetzt die Lampen mal angebracht an meinem Spiegel in meinem Zimmer. Also es hält auf jeden Fall sehr gut und die leuchten super hell. Ich finde, die Kinderstifte sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Jetzt testen wir die mal, was die so können. Diese Brushes insbesondere. Also die normalen Spitzen sehen einfach wie normale Filzstifte aus. Und das hier ist die Brushspitze. Auf jeden Fall kann man ziemlich breite Striche damit malen und auch relativ dünne Striche. Ich würde sagen, ist schon schwierig mit diesen Stiften. Aber geht. Kann man machen, muss man aber nicht, glaube ich. Also die Spitze ist dafür nicht unbedingt geeignet, aber für einen Anfänger dürfte das erstmal reichen. Für Kinder, denke ich, ist das kein schlechter Stift. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß heute noch. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!